Eines Tages am Valentinstag. Nicht so schnell. Warum bist du heute so genervt? Es ist nichts. Wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ja, stopp. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sonst komme ich zu spät zur Schule. Die Schule fängt in 20 Minuten an. Das schaffst du da locker noch hin. Ja, es ist sehr nett, dass du mich begleiten wolltest, aber ich glaube, ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller. Ich dachte, du warst die rumgemeckert hat, dass ich zu schnell war. Ja, gut. Da bist du so genervt, weil heute Valentinstag ist und du tausende Rosen bekommen wirst? Ja, kaum. Nein, ich bekomme keine Rose. Weißt du, ich habe in der Grundschule immer viele, sehr, sehr viele Rosen bekommen. Ich bin nicht in der Grundschule. Oh, ja, das stimmt. Aber trotzdem habe ich in der Grundschule auch welche bekommen. Ist das nicht cool? Ja, Mom, das ist schön für dich, aber ich werde keine bekommen. Wovon das denn? Ihr seid doch fast Nachbarn und seine Mutter und ich sind sehr gut miteinander. Siehst du, das kann doch noch was werden. Nein, das wird nichts. Also, was sagst du? Das wird langsam zu komisch. Ich habe keine Freunde in der Schule. Also, sehr musst du es jetzt auch nicht übertreiben. So, ich sag das doch nicht ohne Grund. Ah, ja. Komm, du kommst jetzt zu spät zur Schule. Nein, ich muss es nicht verstehen. Komm, da ist sie doch schon. Ich sehe sogar schon einen Klassenraum. Komm. Ja, es ist gut. Du kannst jetzt gehen. Ich bin ja schon da. Safira, komm. Okay, tschüss. Warte, da ist doch Frau. Hallo, Safira. Guten Morgen. Frau Lilie. Ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. So, sie sind die Mutter von Safira. Ja, ich musste sie heute ein bisschen begleiten. Heute ist ja Valentinstag und so, da war sie ein bisschen sehr aufgeregt. Ah, so ist das. Okay. Wie ein Baby. Was soll das? Aber warum sitzt sie da hinten ganz alleine? Aber ich muss Ihnen sagen, Ihre Tochter macht gut im Unterricht mit. Deswegen denke ich nicht, wenn sie etwas dagegen hat, ist das nicht schlimm. Was ist mit euch so? Warum kann Safira nicht hier hin? Das ist peinlich. Vielleicht könnten wir das doch mal auf dem Elternabend oder so besprechen. Oder in einem Zweiergespräch. Aber jetzt vielleicht nicht hier vor dem Unterricht. Der Unterricht beginnt nämlich gleich. Oh ja, das stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Meine Arbeit fällt nämlich heute aus. Deswegen hatte ich ein bisschen mehr Freizeit. Ah, das ist schön für Sie. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns doch einmal. Ja. Tschüss, viel Spaß im Unterricht. Und Safira, tschüss, hab dich lieb. Safira, wie peinlich. Das ist so dumm. Mein Gott. Naja, sie ist halt ein Loser. Das reicht mir jetzt. Megan, du gehst jetzt dahin. Ich hab doch nichts gemacht. Warum soll ich jetzt dahin? Megan, möchtest du diskutieren oder setzt du dich jetzt einfach dahin? Ja, ist okay. Ich weiß nicht, ob wir uns schon begrüßt haben, aber guten Morgen, liebe Klasse. Ja. Heute wenden wir uns dem Thema Kartoffeln. Was wisst ihr denn alles über Kartoffeln? Der Biounterricht war vorbei. Nun, nach der Pause begann der Matheunterricht. Oh, ich komme ein bisschen zu spät, aber tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät kam. Ihr hattet ja ein bisschen länger Pause, deswegen. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Ja, ich weiß, Mathe und Bio zusammen kombiniert ist nicht der schönste Tag, aber ihr werdet das schon überleben. So, wir widmen uns jetzt diesmal wieder mit der Hausaufgabe vom letzten Mal. Holt die dann doch mal bitte raus. Habt ihr nicht gemacht, hast du die? Nee, Mann, hab ich auch nicht. Ey, psst. Rosa, psst. Was? Hast du die Hausaufgaben? Ja, klar. Und abschreiben, bitte. Wie denn? So, holt da mal eure Hausaufgabe raus. Ich möchte sie bitte kontrollieren. Legt sie einfach vor euch und dann gehe ich rum. Warte, ich hole noch mal einen Zettel. Was? Fachklopfen, wie bei jeder Klasse. Ja. Du Vollpfosten, geh doch einfach rein. Oh, ja, stimmt. Hallo. Die Rosen. Heute ist ja Valentinstag. Stimmt, das hätte ich ja voll vergessen. Dann vergleichen wir die Hausaufgabe gleich. Was möchtet ihr jetzt? Ja, wir haben ein paar Rosen für... Hol die mal raus. Wir haben ein paar Rosen für bestimmte Leute. Und die verteilen wir jetzt einfach mal. Oh, es gibt die Hausaufgabe. Ja, okay. Ich hol die jetzt einfach mal raus. Eine für Rosa. Wer ist Rosa? Ich. Hier. Nur eine? Dustin, wer ist Dustin? Ich.
Wenn du die mal angehst, schneller ab. Okay. Hier. Wem, was steht da? Anonym. Megan. Und dann haben wir noch, wer ist? S. Lane. Ich bin das. Wo? Und von wem hast du die bekommen? Von Amelie. Aus der... Ja. Wow. Viel Glück, Bro. Ja, mit dem Anu... Dein Ernst? Ja, das war's dann gegen mich. Und eine für Saphira? Ist es hier eine noch? Nein, wir haben alles, was es war. Keiner hat ja dann eine geschenkt, so deswegen. Wir hatten nur das auf der Klassenliste, die Rosen geschenkt haben, deswegen gibt's jetzt nur dieses. Okay. Kontrolliert nochmal eure Hausaufgabe. Ich will sie ja gleich sehen, deswegen. Ja. Saphira, darf ich mal kurz mit dir raus? Kommst du? Komm. So, sie hat ja gar keinen bekommen. Was ein Loser. Sie ist halt einfach unbeliebt. Sie will halt keiner. Ja. Niemand will sie. Sie ist so hässlich. Sie kann halt nichts. So. Es ist wirklich nichts Schlimmes. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst jetzt wirklich nicht traurig sein oder so. Ich weiß, du hast wenige soziale Kontakte hier in der Klasse. Und dass es nicht so gut für dich läuft. Aber ich möchte dir sagen, dass ich dann immer für dich da bin. Du kannst gerne mit mir reden. Und ich versuche, dich ein bisschen aus dem Unterricht zu nehmen. Ja, was heißt das? Aber ich meine, wenn du dich einmal nicht meldest oder so, es wird nichts Schlimmes passieren. Keine Angst, ich drücke dir ein Auge zu. Also brauchst du dir da keine Sorgen machen. Und falls irgendwas wegen Mitschülern ist, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Aber ich höre es ja öfter, dass du irgendwelche dürfen Sprüche abbekommst. Ja, alles gut, ist schon gut. Ich habe mich schon daran gewöhnt seit der ersten Klasse. Deswegen, ja, ist nicht schlimm. Dankeschön, trotzdem. Es wird alles gut, okay? Dann können wir jetzt wieder in den Unterricht. Ist okay? Ja. Da ist ja das Loserpferd. Hast du noch mal eine Anweisung zum Weinen bekommen? Sag nichts. Die Arme irgendwie. Sie hat wirklich sehr geweint. Das sieht man doch auch. Der Gesichtsausdruck ist immer derselbe. Es ist schon echt traurig sein, wenn man keine Rose bekommt. Leute, ich möchte das hier nicht in der Klasse. Ich möchte hier kein Mobbing gegen irgendeine Person. Ich möchte jetzt eure Hausaufgaben sehen und ich habe es genau gesehen, dass denn du sie bei Rosa abgeschrieben hast. So, deswegen ein Minus-Minus-Strich. Hast dich gar nicht bemüht, so, weißt du? Ja, was habe ich denn wieder gemacht? Das war lame. Ihr bekommt beide einen Strich und du kriegst einen Minus-Minus-Strich, weil du nochmal lame beschuldigt hast. So. Nach dem Matheunterricht in der Pause. Oh Mann, das war schlimm. Du bist so ein Loser. Weißt du das denn überhaupt? Keiner will dich haben. Merkst du das denn nicht? Du bist unerwünscht. Du bist... Keiner mag dich. Ja, okay. Was... Schön für euch. Sitzt du vielleicht die Klasse? Keiner will diesen Streber hier haben. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ihr euch für die Schule... Wenn ihr nichts für die Schule tut, so... Was hab ich damit jetzt zu tun? Ich wünsche mir nur eine gute Zukunft. Das kann man auch später machen. Man kann später auch Gas geben. Das ist noch lange nicht. Ja, okay. Interessiert mich jetzt nicht. Fühlt sich aber. Merkst auch, du schaffst es einfach nicht, wie die anderen zu sein. Du wirst niemals diesen hohen Rang bekommen, wie ich. Ja. Schön für dich. Was das da wohin willst du gehen? Du bleibst schön hier. Komm. Lass das doch. Du bist einfach nur dumm. Dämlich. Sie ist einfach beides. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Geh aus dem Weg. Megan. Ja, bist du dumm? Was soll das? Hört damit auf. Nur weil sie keine Rose bekommen hat. Warum seid ihr so zu ihr? Was hat diese Rose denn mit dir gemacht? Du warst doch vorher auch so wie wir. Ja, und das war ein gewaltiger Fehler. Komm, steh. Komm mit. Ach, danke, aber warum hast du das getan? Ja, ich hab's doch selber erlebt. Dir passiert fast jeden Tag so etwas Ähnliches und ich möchte mich dafür wirklich entschuldigen, dass du sowas erleben musst. Ist dann wohl so, würde ich mal sagen, nicht wahr? Nein, das ist nicht egal. Ich wollte mich einfach nur dafür entschuldigen. Komm her. Und ich möchte nicht, dass die anderen mehr einen Einfluss auf mich nehmen. Ich weiß selber, dass es mich nicht zu einem guten Pferd gemacht hat. Deswegen wollte ich dich fragen, ob wir Freunde sein wollen. Danke, würde ich wirklich sehr gerne. Aber wenn du mir was vorspielst, wäre das echt nicht nett. Und ich hoffe, das weißt du auch. Mach ich nicht. Wirklich.
Ich weiß nicht, wie ich dir das beweisen kann, aber ich würde sowas wirklich niemals tun. Komm, lass das machen. Megan merkte wirklich, dass es ihr gut tat, etwa mit Saphira zu machen. Doch dann passierte etwas nach der Pause. Was ist hier los? Ich wollte fragen, ob ich mich zu Saphira setzen darf. Ja, wenn da genug Platz ist, kannst du das tun. Danke. Okay, jetzt sitzen wir nebeneinander. Was für eine komische. Beide sind jetzt komisch. Mann, du Vollpfosten. Auf das zu sagen, das ist nicht nett. Du bist voll klein, du Zwerg. Lass das. Lass das einfach. Das ist nicht lustig. Wir haben einen Job. Ja, ja, okay, okay. Hallo, wir sind's wieder. Wir haben nur einen kleinen Auftrag wieder zu erledigen. Wir haben etwas vergessen, dafür tut's uns leid. Tut uns? Ja, hab ich doch gesagt. So, nö. Muss doch einfach rein. Ja, egal. Okay, ein bisschen peinlich. Das ist für Saphira. Das hatten wir nämlich noch gefunden. Das war nämlich nicht bei den normalen roten Rosen dabei, sondern bei den besonderen. Genau, und die geben wir dir mal. Ja, du. Ach nee, du bist das. Hier. Megan, guck mal. Ja, super. Was? Die bekommt einen Blumenstrauß? Hätte ich es nicht gedacht. Der ist ja viel schöner als meiner. Ich dachte, der ist für mich. Kannst du mal aufhören, nur an dich zu denken? Was ist aus dir geworden? Was ist jetzt mit dir passiert? Hast du irgendwas Falsches gegessen oder getrunken? Ich bin richtig. Saphira, das tut mir leid. Ich hätte nicht so handeln sollen. Und ich hätte wirklich überlegen müssen, was ich gesagt habe und was ich sagen hätte müssen. Ich habe mich einfach... Ich wurde einfach nur beeinflusst und das hat mich zu einem schlechten Pferd gemacht und es tut mir wirklich leid. Ich glaube, wir sollten das echt tun. Das ist nicht unsere richtige Seite. Uns tut das auch wirklich leid. Wir hätten wirklich nicht so handeln sollen und wir möchten gerne etwas mit dir machen. Warum? Was? Einfach leise. Leute, das ist wirklich sehr nett, danke. Wir können natürlich auch alle Freunde sein. Rosa. Ja, tut mir leid, Saphira. Ja, ist das dein Ernst? Nicht mehr möchtest du sagen? Ja, okay, Saphira, liebe Saphira, es tut mir sehr leid, wie ich gehandelt habe und ich hätte nachdenken sollen. Ja, und? Geh da mal aus dem Weg. Okay, tut mir leid, ich wollte das nicht. Ist schon gut, ist schon gut. Na dann, danke, ihr könnt gehen. Na dann, wenn jetzt wieder alles gut ist, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Unterricht. Oh nee, warum? Wir waren alle voll nett. Können wir nicht einmal eine Stunde spielen oder so, bitte? Wir haben sowieso nur noch 20 Minuten. Oh. Nur weil ihr es seid, okay? Weil heute ein besonderer Tag ist für manch einen und deshalb gut. Und so war das doch der beste Valentinstag für Saphira.